So, willkommen zurück bei Lego City, da bin ich wieder. Weiter geht's. Ich schick dir dann den Ort zur Übergabe. Und wenn ich mal wieder was für dich habe, melde Achtung. Ich mich. Achtung! Danke, Vinny. Ich fahre nur gerade in die falsche Richtung, sehe ich gerade, oder? Da fühle ich was gehabt. Moment, ich muss einmal umdrehen. Wir haben 2 Minuten. Ich hab einen riesen Laster angefahren. Den kriegen wir auch noch klein, oder? Mhm, wo müssen wir hin? Bin ich verkackt? Bitte sehr, ein wahnwitzig großer Smaragd. Wie bestellt. Gern geschehen. Nicht schlecht für meinen ersten Bankraub. Ersten und einzigen Bankraub, wollte ich sagen. Lass dich nicht vom Glanz und von den Vorzügen dieses Lebensstils blenden, Chase. Aber echt. Oh, Kapnack. McCain! Chief? Bisher darf die Polizei für einen teuren Sportwagen, einen Gefangenentransporter und einen LKW voll mit Elektronik aufkommen. Sonst noch was? Der Riesensmaragd? Wie bitte? Das Ding ist mehrere hunderttausend wert! Wir gehen noch pleite! Warum hast du das getan? Um in Vinny Papalados Gang zu kommen. Chan hat für ihn gearbeitet. Du bist in Papalados Gang? Dem versuchen wir schon seit Jahren was anzuhängen. Chan ist also nicht mehr wichtig. Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Du besorgst mir Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang in Form von Fotos. Danach buchten wir sie alle ein und mit ein bisschen Glück singt einer und liefert uns so Chan. Dafür brauche ich erstmal eine Kamera. Auf eigene Rechnung. Oder nimm die Kommunikatorkamera. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Ding hast, ruf Officer Phillips an. Jawohl. Hey, Ellie. Der Chief sagte, dass du mir mit der Kamera des Kommunikators helfen würdest. Wusste nicht mal, dass das Ding eine hat? Komisch. Ich leite mal die Ferndiagnose ein. Okay, das war's. Deiner läuft mit alter Software. Ich aktualisiere sie mal. So, jetzt läuft's. Und als Bonus gab's noch ein paar neue Klingeltöne.
du? Danke. Ich brauche Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang. Ganz einfach. Such dir eine gute Stelle zum Beobachten und folge dann den Anweisungen auf der Kamera. Idiotensicher. Na, ich weiß ja nicht. Ich hatte am Ende nur Fotos von meinem Gesicht. Aber nicht Frank sicher. Sicherheit, der Beule. Auf geht's, auf geht's. Wir fahren mal links. Oh, hoppala. Informiere ich mich wohl lieber, welche Jobs geplant sind. Wenn ich die Nudelbar gegenüber von Chans Schrottplatz beobachte, bekomme ich vielleicht mit, was sie für heute geplant haben. Vielleicht. Oh, hoppala. Ja, meine Ahnung scheint sich zu bewahrheiten. Okay, Leute, es ist mal wieder soweit. Wir müssen die Jungs ausbezahlen, die für uns die Karren klauen, also hört zu. Ping, du triffst dich mit Ray auf dem Balkon der Apotheke. Lee, Bobby wartet auf dich in der Gasse beim Schrottplatz. Und Feng, du wirst eine seltene Karre von Blake beim Limousinenladen in Empfang nehmen. Wenn ihr alles kapiert habt, verhaltet euch einfach ganz ruhig. Sehr gut, dann ab mit euch. Es würde wohl mehr für uns abfallen, wenn wir die Karren gleich selbst klauen würden. Drei Verbrechen an drei verschiedenen Orten. Wie in aller Welt bekomme ich jetzt Fotobeweise für die alle? Moment, vielleicht klappt es ja aus der Luft. Wenn ich auf die Pagode im Park klettere, kann ich all diese Treffpunkte einsehen. Dann mache ich das mal. Mal sehen, ob Pink schon bei der Apotheke ist. Ah.
Und da hätten wir Foto Nummer 1. Wird sich als sehr nützlich erweisen. Jetzt können wir den Bootsdiebstahl zu dir zurückverfolgen, Ping. Als nächstes Lee in der Gasse. In Flagranti erwischt, Lee. Böser Junge. Jetzt brauche ich nur noch Feng, wie er das gestohlene Auto entgegennimmt. Mein Gott, das war falsch. Das ist Feng. Aber das Auto ist nicht gut genug zu erkennen. Ach, ich muss näher ran. Das ist definitiv der gestohlene Wagen. Hey, du, lass das! Chief, ich sehe mir gerade deine Fotos an. Geh nicht davon aus, dass du dir als Fotograf eine zweite Karriere aufbauen kannst. Aber als Beweismittel sollten die Fotos reichen. Ich fühle mich fast geschmeichelt. Ein paar unserer Jungs nehmen gerade die anderen Gangmitglieder fest, die du fotografiert hast. Wenn dich Chan anruft, weißt du von nichts. Er soll keinen Verdacht schöpfen. Zumindest so lange nicht, bis einer seiner Leute gesungen hat. Geht klar, Chief. Kamera freigeschaltet. Super, super, super. Fahrer, ich weiß von nichts. Keine Sorge, die meisten meiner Leute sind Idioten. Aber nicht du! Dich finde ich gut! Wart mal, das kam jetzt falsch rüber. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, ich hab da was für dich. Fahr zum Crescent Park, Kai. Sofort! Freundlich wie immer. Yay! Das ist schon ein schönes Städtchen, gell?
Mach mal deine Spritze durch das Haus. Yippie-yay, Schweinezacke, Backe. Und wieder runter. Und die nächste Baustelle. Cool. Sure. Da wären wir. Bist du schon da? Ja. Feng sollte das machen, aber ich finde ihn einfach nicht. Li, Fu und Ping auch nicht. Holen die alle Kaffee? Wieso? Ist meiner denn schlecht? Niemals! Irgendwas geht vor sich und ich hab nur noch dich. Und diesen Haufen Tölpel! So. Da all meine Leute unauffindbar sind, bist du also der Glückliche, der diesen Job machen darf. Um was geht's? Die Einzelheiten gibt's später. Vorerst bleibt die Sache geheim. Mein Boot liegt am Kai. Nimm es und fahr zur Apollo-Insel. Sofort! Jawohl, Sir. Auf zu Apollo, Apollo. Oh, Apollo, Apollo, Apollo. Apollo-Insel. Boote freigeschaltet. Cool. Kann ich hüpfen? Ja, komm. Sand gefällig. Gott, fährt das langsam das Boot. Die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man ganz viele Sachen und noch mehr so vieles sehen. Hollai, hollau. Warum fährt das Ding so langsam? Das ist ja gar nicht normal. Oh Mann. Geht das ein bisschen schneller? Ein Glück ist das keine Zeit. Guck mal, sogar unter Wasser Kanäle haben wir. Schön, gell? Ellie, Chan hat mir einen neuen Auftrag erteilt und dieses Mal ist es wohl mit einem Sportwagen nicht getan. Fahre gerade zur Apollo-Insel. Was zum Geier soll Chan denn für Rex von dort besorgen? Keine Ahnung, aber diese Sache scheint wichtig zu sein.
Ich hoffe auf eine richtige Spur. Eine dicke, fette Spur. Wir hören uns. Bist du auf der Insel angekommen, Fahrer? Ja, Sir. Gut. Du musst was klauen. Und zwar einen Mondbuggy. Hä? Was hast du denn gedacht? Dass ich dich zum Eis holen schicke? Wäre super gewesen. Verschaff dir Zutritt zum Weltraumzentrum und klau den Mondbuggy! Sollte mich besser verkleiden, um da reinzukommen. Sollte ich. Komm ich doch gar nicht rein. Was macht denn der für einen Scheiß hier? Naja. Keine Mission erfüllen, Mensch. Vielleicht finde ich sogar einen Raumanzug. Das wäre so cool. Definitiv. Und ich muss sagen, das ist mein Lieblingsanzug. Denn er hat eine Kanone. Links, rechts, hoch, runter. Hoffentlich gibt's einen Bonus. Ich sagte, dass ich noch bestätigen muss. Oops.
Cool. Sind wir denn hier? Mit dem Mond. Ach, das kann man bewegen. Cool. Alle Techniker bitte an der Shuttle-Rampe melden. Wow! Mann! Es hieß doch nur ein kleiner Schritt! Perfekt. Während die Techniker am Shuttle arbeiten, schnappe ich mir den Mondbuggy, denn der ist irgendwo in der Nähe von da. In der Mitte des Shuttles. Ellie, Chan will, dass ich einen Mondbuggy klaue. Wow. Leider bin ich im Kontrollraum und der Buggy ist im Shuttle, umgeben von den ganzen Technikern. Vielleicht kannst du ihre Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Wozu sollte das denn gut sein? Weil sie dann in den Kontrollraum kommen werden, während du dich in den Hangar schleichst. Okay, ich drück da mal ein paar Knöpfe. Was soll schon Schlimmes passieren? Eine Rakete zu steuern unterscheidet sich bestimmt nicht großartig vom Rodeo-Reiten. Das weiß nur der Rodeo-Reiter. Oben. Bereite Rakete für den Triebwerkstest vor. Überprüfe Sicherheitsmaßnahmen. Und ja, Handbremse ist angezogen. Da bin ich ja beruhigt, du. Von einem Teleporter in seine Atome zerlegt zu werden, kitzelt irgendwie. Ideale Raketenflugbahn wird berechnet. Berechnete Richtung der Flugbahn aufwärts. Ja, dass wir nicht abwärts fliegen, das ist doch schon klar, oder? Komm, den machen wir auch noch, dann haben wir es fertig. Funktionstüchtigkeit des Luftbaums wird überprüft. Ich bestätige, Kiefernfrische aktiv. Wiederhole, Kiefernfrische. Da ist eine Lücke auf der Strecke. Ah.
Junge, was bin ich froh, dass meine Armbanduhr nicht so eine Batterie braucht. Muss mal die Einspritzentriegelungsklappe überprüfen. Und dann brauche ich noch einen Techniker, der mir erklärt, was zum Henker eine Einspritzentriegelungsklappe ist. Vielleicht der Getränkehalter? Jetzt muss mir nur noch was einfallen, wie ich all die Arbeiter aus dem Hangar kriege. Mir fällt schon bestimmt was ein. Oh. Bestände der Flugverpflegung werden überprüft. Brezelsituation kritisch. Bestand von Schokolade und Süßigkeiten adäquat. Softgetränke-Nachschub gewährleistet. 5 Geschmacksrichtungen. Davon 2 Light. Die Computer zu zerstören war wohl nicht die Lösung. Radioempfang wird getestet. Crazy Day für euch am Mikro. Wir spielen die Hits 6 Wochen nonstop. Radioempfang funktioniert 1A. Letzte Vorbereitungen laufen. Betankung wird eingeleitet. Raketentreibstofffüllstand 1% und steigend. Raketentreibstofffüllstand 2% und steigend. Raketentreibstoffbetankung stoppt bei 3%. Hat vielleicht jemand einen Reservekanister im Kofferraum? Irgendjemand? Okay, dann muss eben jemand zur Tankstelle latschen und Sprit besorgen. Peinlich ist das. Ja, das könnte Ihre Aufmerksamkeit erregen.
Hoffe, dieser Schacht da oben führt zum Hangar. Wow, das Energieniveau ist enorm gesunken. Ob ich mit meinem Führerschein auch Raketen fliegen darf? Frag doch mal nach. Ellie, wie kriege ich jetzt den Mondbuggy aus dem Shuttle? Da sollte sich ein Knopf befinden, um den Ladebereich zu öffnen. Und er braucht sicher Strom, oder? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe die Stromversorgung unterbrochen. Und jetzt ist der Kontrollraum voller Leute. Okay, warte mal. Im Hangar sollten sich einige Hochleistungslaser befinden. Mit deren Hilfe solltest du Energie für das Shuttle bekommen. Schon der Hammer, was man im Internet so alles rausfinden kann. Okay, sonst noch was, das ich wissen sollte? Die jährliche Regenmenge von Lego City? Danke, Ellie. Unterwegs. So wird gemacht. Laser 1 aktiviert. Laser 2 aktiviert. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Na komm schon. Oh.
Ich glaube, der ist unten. Yay! Da qualmt es. Warum auch immer das qualmt. Besitzergreifend. Der gehört nicht dir. Na dann eben uns. Ihm jedenfalls nicht. Komm mit! Hoffentlich warten Chans Leute schon am Dock auf mich. Wow, doch so viele, ja? Nicht schlecht. So, ich bedanke mich bei allen, die bei mir... Moment. Fahrer, schlechte Nachrichten. Meine Leute warten nicht auf dich am Dock. Ja, ich hab's gemerkt. Sie sind spät dran. Und mit spät dran meine ich... Sie sitzen hier auf Ihrem Hintern! Oh, Sie sind anscheinend doch los. Wen soll ich denn jetzt anschreien? Sie kommen also bald, richtig? Denk schon. Pass ja auf den Mondbuggy auf, solange Sie noch nicht da sind. Ich gehe raus auf die Straße und schreie ein paar Passanten zusammen. Bis dann, Fahrer. Okay, ich nehme alles zurück und muss erst den Wagen hier ein bisschen... den Wagen in Sicherheit wiegen. Sonst geht er kaputt und dann war's das. Das wird sicher teuer. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Wurde aber auch Zeit, Jungs.
Wir übernehmen ab hier. Folg uns ja nicht. Wir wollen ja gar nicht folgen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache jetzt Schluss fürs Erste. Vielleicht mache ich noch eine Folge. Wenn es euch doch aber gefallen hat, dann einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich abonnieren. Ich werde jetzt natürlich Lego City weitermachen. Vielleicht auch bis zu 100%. Das werden wir sehen, wenn es dann soweit ist. Das könnt ihr entscheiden. Lasst doch einfach mal in den Kommis da. Und ja, bis dann. Ciao.